Hi, in diesem Video für die, die das Smart Home Skript bereits kennen, die Updates von Version 1.11 und für die, die das Smart Home Skript noch nicht installiert haben, ein kleines Einführungsvideo, wie man das Ganze installiert. Ist nicht kompliziert, deswegen gehe ich auf gar nicht so viele Sachen ein, außer natürlich auf die nachträgliche Installation von Programmen. So, das hier ist die Startseite. Wir haben hier diy-smart-home.i23.de. Man kann natürlich das Ganze auch über GitHub einfach installieren. Allerdings empfehle ich das über meinen Newsletter zu machen, weil da ist die Installation schon automatisiert. Und ansonsten, wer das nicht möchte, kann das natürlich auch hier über die Beschreibung auf der GitHub-Seite machen. Was man dann bekommt, ist eine Startseite mit den installierten Programmen. Das ist jetzt meine eigene Startseite. Da sind schon etliche Programme mit drin, die alle auch vom Installationsskript angeboten werden. Normalerweise sieht man aber eher sowas wie hier, weil die Auswahl dann etwas kleiner ist. Sollte man irgendwann mal ein Update machen, dann, jetzt muss ich mich durch meine ganzen Sachen mal durchklicken, dann sieht man hier zum Beispiel so ein kleines Blinken. Das heißt, wenn ich eine neue Version zur Verfügung stelle, dann kann es durchaus sein, dass es hier blinkt. Das funktioniert aber nur bei der Newsletter-Version. Die GitHub-Version bekommt diese Info nicht. So, und dann hat man die Möglichkeit, sich auf die SSH-Konsole anzumelden, genauso wie halt auch die Installation funktioniert, und kann bash i23 bzw. einfach i23 eingeben und das startet das Skript. Da hat man dann die Möglichkeit, nur die i23-Dateien zu updaten oder ein komplettes Update auszuführen. Auch Backups sind möglich und so weiter. Das ist jetzt einfach dieses SSH-Konsölchen, was viele wahrscheinlich ein bisschen abschreckend finden, die nicht so häufig mit Linux arbeiten, ist aber immer noch State of the Art und darüber kann man wirklich sehr, sehr viel automatisieren. Unglaublich mächtiges und praktisches Tool. Deswegen nicht abtun. Ich habe es gemerkt an den YouTube-Statistiken. Das heißt, sobald man hier so eine Konsole öffnet, gehen die Nutzerzahlen runter. Die Zuschauerzahlen finde ich schon ein bisschen schräg, aber gut. So, und wenn man denn mal ein Update ausführen will, dann geht das halt entweder mit diesem Befehl oder was hier dahinter steht, i23 Update oder kurz i23 Update für das komplette Update. Das heißt, auch das kann man hierüber automatisieren, wenn man das möchte und sich damit ein bisschen auseinandersetzt bzw. auskennt. So, und jetzt gehe ich mal eben durch, was die Funktionen des Skripts sind oder halt die Version 1 bietet. Wenn man das Skript fertig installiert hat, die Installation ist als solches selbsterklärend. Man kann sich natürlich aber hier auf dem Manual, auf der Dokumentation auch nochmal ein bisschen das nachschauen. Wie gesagt, diy-smart-home.i23.de oder einfach i23, da findet man die Sachen auch. So, dann bekommt man halt eben diese Standardansicht unter der normalen IP-Adresse, wo sich der Server befindet, der Port 80 in der Regel. Das würde ich auch so empfehlen, das so zu nutzen. Man kann mittlerweile, das ist auch eine Funktion der Version 1.11, den Port auch umlegen, wenn man auf Biegen und Brechen vielleicht auf dem Port 80 halt was anderes laufen lassen möchte. Zeige ich gleich auch noch, wie das funktioniert. Was ich dringend empfehle, ist halt Portainer und VS Code mit zu installieren. Ich zeige mal warum, weil darüber läuft halt die Konfiguration der Programme. Zum Beispiel unter Portainer kann man halt sehen, ich habe bereits einen anderen Stack installiert, das könnt ihr mal gerade ignorieren. Da kann man halt direkt sehen, welche Programme hier installiert sind und laufen oder nicht laufen. Da kann man auch zum Beispiel einzelne Programme wieder deaktivieren, obwohl sie halt installiert bleiben. Das ist der Riesenvorteil bei Docker. Man kann auch Ports umkonfigurieren, aber das habe ich in anderen Videos schon gezeigt. Ich gehe jetzt mal kurz auf die Programmkonfiguration ein. Da gibt es zwei Punkte. Wenn wir hier VS Code öffnen, dann sehen wir hier erstmal an der Seitenleiste die Ordnerstruktur, die so auch auf dem Server vorliegt. So, und da haben wir da auf der einen Seite die Docker Compose. So, und da habe ich die Möglichkeit, verschiedene Programme hinzuzufügen. Das zeige ich mal kurz. Nehmen wir mal an, wir möchten, was ist ein kleines Programm, was ich auf die Schnelle mal installieren kann? Uptime Kuma habe ich auch ein Video zu gemacht. So, dann kopiere ich mir das hier aus den Templates einfach raus, kopiere das hier rein und dann möchte ich hier zum Beispiel noch den Port 3001, ja, das ist in Ordnung, den kommentiere ich noch mit ein. So, und anschließend führe ich hier über die Konsole den Befehl i23dc aus oder wenn man es halt über den Befehl machen will, hier eben
unter Docker Compose. Das ist quasi diese Datei, Docker Compose. Die Konfiguration wird dann eingelesen und dann wird der Befehl ausgeführt. Jetzt warten wir das mal kurz ab. Ich mache mal kurz Pause. So, nach der erfolgreichen Installation sieht das Ganze hier so aus. Und wenn wir dann zurück auf das Dashboard gehen, das ist jetzt auch neu. Ich versuche es mal, ob es so direkt funktioniert. Das funktioniert noch nicht. Dann gehe ich hier auf Server und sage Dashboard aktualisieren. Und dann taucht hier auch Uptime Kuba schon drin auf. Und das bedeutet hier, der Port 3001 ist noch nicht als HTTP erkannt. Das ist nicht so gut, aber hier taucht es jetzt schon automatisch auf. Das ist schon mal gut. So, und das habe ich jetzt so umgebaut. Bislang war das so, also das ist jetzt für die neuen Nutzer nicht so interessant, aber bislang war das so, dass man hier unter den ganzen Programmen, das heißt, man ist hier auf den Volumes-Ordner, 123, dann auf Web, dann auf Static und da drin befindet sich der Ordner programs.json. Der sieht so aus und da werden die ganzen Dashboard-Icons, die man hier sieht, werden die konfiguriert. Man kann darüber nach wie vor eigene Seiten vorkonfigurieren, wie ich das zum Beispiel hier mit dem Router gemacht habe. Da kann man dann zum Beispiel sagen, ich habe hier eine Custom-URL und verweise auch darauf. Diese Sachen werden natürlich nicht überwacht. Das wäre ein bisschen zu komplex. Möchte man vielleicht auch gar nicht. Und darüber hat man jetzt die Möglichkeit, halt eben sein eigenes Dashboard zu konfigurieren. Für die Programme, die man aber über das Skript installiert, so wie ich das gerade gemacht habe, eben hier die Uptime-Kuma-Sache installiert, werden halt automatisch jetzt überwacht. Es wird alle 10 Minuten ausgeführt und wird hier geprüft, ob der Port eben verfügbar ist. So, jetzt können wir nochmal gucken, ob sich da noch was geändert hat. Aktuell noch nicht, aber vielleicht kann man das hier schon aufrufen. Ist immer ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht ganz richtig funktioniert. Können wir hier mal schauen. Da wird irgendwie der Port 3001. Ja, jetzt scheint er, glaube ich, zu laufen. Manchmal dauert es immer ein bisschen. Ja, irgendwas funktioniert nicht. Egal. Thema für ein anderes Video. Ne? Open Source ist halt immer das Feature, was nicht funktioniert. Dafür habe ich nicht bezahlt. Ne? Ist halt für Umme. Ne? So. Also das nochmal dazu. Die Programme, die man bislang hier über die Programs.json konfigurieren musste, werden jetzt automatisch konfiguriert. Natürlich bis auf die Sachen, die man selber konfigurieren möchte. Zum Beispiel irgendwie welche URLs und sowas. Was ist noch neu dazugekommen, was ich ganz praktisch finde, ist hier unten die Speicher- und RAM-Belegung. Da kann man nochmal eben schauen, wie voll der eigene Speicher zum Beispiel ist. Und ja, man kommt hier direkt auf die Dokumentation. Man kann auch eine eigene Dokumentation anlegen und da gehe ich auch noch mal kurz drauf ein. Das Ganze liegt hier unter Volumes 123 Docs. So, und da habe ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, hier unter Docs, die Index, kann ich jetzt irgendwie noch mal 1, 2, 3, 4 eintragen. Das wird direkt gespeichert. Dann gehe ich zurück auf meinen Dashboard-Server und dann kann ich sagen, Docs neu erzeugen. Und dann wird eben die Docs hier neu generiert. So, dann habe ich hier unter Netzwerk noch eine schöne Funktion gebaut. Und zwar kann man jetzt hier alle im Netzwerk vorhandenen Geräte direkt einsehen. Das können viele Router auch, die sind da aber deutlich langsamer meistens. Und wenn eine IP-Adresse auch dahinter einen Port 80 liegen hat, dann kann man die hier direkt anklicken und aufrufen. Finde ich auch ganz praktisch. Und für alle in der Docker Compose vorhandenen Programme zeigen wir hier nochmal so eine Auflistung an. Das heißt, hier kann man sehen, dass zum Beispiel noch andere Programme über Docker konfiguriert sind und die kann man dann dementsprechend hier aufrufen. Das heißt, auch wenn Sachen hier über die normale Programs.json nicht konfiguriert sind oder vorkonfiguriert, weil da habe ich, wie gesagt, hier auch diese Template-Datei, die man jetzt automatisch hier über dieses Dashboard aktualisieren einlesen würde. Das heißt, wenn jetzt neue Programme über die Templates hinzugefügt werden, dann braucht man sich da gar nicht mehr die Mühe machen und das hier selber einfügen. Das funktioniert jetzt alles automatisch. So, und dann haben wir hier noch eine kleine weitere Funktion, weil wir neben der Speicherbelegung auch noch die einzelnen Ordner überprüfen können. Das kann ich hier mal eben zeigen. Das kann bei dem einen oder anderen etwas länger dauern, je nachdem, wie viel man so drauf hat auf der
auf der Speicherkarte oder auf der Festplatte oder auf der SSD oder wie auch immer. Dann haben wir hier halt die Möglichkeit, die einzelnen Ordner so zu durchsuchen. Mal reinschauen, welche Ordner halt eben wie viel Speicherplatz belegen. Finde ich auch noch ein ganz interessantes Feature. Wenn man zum Beispiel versehentlich irgendwo Dateien abgelegt hat und so, kann man schnell mal eben reinschauen, wo halt eben die Speicherbelegung verloren geht. Ja, ansonsten findet sich das meiste halt hier unter dem Handbuch oder wenn man hier unten drauf klickt, auf der Dokumentation, da einfach mal ein bisschen durchschauen. Ich bin immer noch dabei, die ein bisschen zu erweitern. Mache das natürlich immer so, wie ich gerade Zeit habe. Und ja, ansonsten, wie gesagt, die Installation mit dem Newsletter sollte wirklich selbsterklärend sein. Da eben einfach den Link in eine SSH-Konsole einfügen. Das geht zum Beispiel wie hier jetzt über PuTTY. Kann man sich zu einem Server verbinden und dann eben diese zwei Befehle, die über den Newsletter kommen, einfügen. Und dann ist die Installation weitgehend automatisiert. Nachträgliche Programme installieren ist alles auch im Handbuch erklärt. Ansonsten, wie ich es gerade eben hier grob beschrieben habe, über VS Code eben mal reinschauen, was hier so in den Templates bereits drin ist. Man kann natürlich auch eigene Konfiguration machen. Das ist natürlich der Riesenvorteil gegenüber so einer Home Assistant OS-Installation, wo man halt darauf angewiesen ist, dass eben so ein Add-on verfügbar ist. Das braucht man hier nicht, weil ja, da kann man halt eben das alles so machen, wie man das eben selber braucht. Und dann auch eben die Konfiguration vom Dashboard kann man sich so anpassen, wie man sie braucht. Es hat alles immer ein bisschen zwei Seiten. Natürlich ist dann der Konfigurationsaufwand ein bisschen abschreckender, aber alles in allem ist hierüber natürlich auch alles erreichbar und ich gebe mir Mühe, das Ganze auch noch ein bisschen weiter zu verbessern. Was praktisch ist, finde ich halt, wie gesagt, jetzt die neue Ansicht, eben schnell mal zu gucken, wie weit ist der Speicher belegt. Hier auf dem Server kann man sehen, welche Programme laufen aktuell. Na, wenn ich jetzt zum Beispiel eins deaktivieren würde, dann würde der hier nicht mehr als blau und mit dem Häkchen auch nicht mehr auftauchen. Da läuft im Hintergrund alle 10 Minuten ein Portscanner, der dann eben prüft, ob das Programm zum Beispiel noch eine erreichbare Web-Oberfläche hat. Ja, das in der Kürze dazu, was ich jetzt gerade die letzten Tage eben in das neue Update eingebaut habe. Damit viel Spaß und bis bald.